Hallo und herzlich willkommen hier bei unserer 19. Podcast-Spezialfolge Bibellese in Quarantäne. Wir sind Jochen Endres, hallo. Christian Kaspari und von Montag bis Freitag lesen wir mit euch das Markus-Evangelium und tauschen uns darüber aus. Du triffst uns auf YouTube, Spotify, iTunes und Radio HBR. Hast du schon mal einen richtigen Sturm erlebt, Jochen? Ich glaube nicht von einem Sturm, wie du jetzt gerade andeutest mit dem Bibeltext, den wir vor uns haben. Ja, wir sind nämlich heute im Markus-Evangelium Kapitel 4. Ich habe hier so einen Erlebnisbericht eines Reisenden vom See Genezareth. Ich lese das mal vor. Kaum war die Sonne untergegangen, machte sich ein heftiger Wind auf, der die ganze Nacht mit zunehmender Stärke wehte, sodass die Oberfläche des Sees einem riesigen, gewaltig brodelnden Kessel glich. Die Ursache dieser Stürme ist wahrscheinlich darin begründet, dass der Wasserspiegel dieses Sees 208 Meter unter dem Meeresmittel des Mittelmeeres liegt. Ach so, ja. Also der Wasserspiegel, genau. Der See ist im Osten und Westen von einer Hochebene umgeben, hinter der sich hohe Berge erheben. Die Flüsse haben zum See hinunter tiefe Schluchten in das Hochland gegraben. Diese Schluchten wirken wie große Trichter, die die kalten Winde von den Bergen ansaugen und auf diese Weise Stürme auf dem See entstehen lassen. Und da sind wir schon mitten im Geschehen drin, unseres heutigen Bibeltextes. Der führt uns nämlich an den See Genezareth und enthält die Schilderung, wie Jesus und seine Jünger in so einen plötzlichen Sturm geraten sind, als sie mit dem Boot den See überqueren wollten. Wir lesen heute im Markus-Evangelium Kapitel 4, Vers 35. An jenem Tag sagt er zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Und sie entließen die Volksmenge und nehmen ihn im Boot mit, wie er war. Und andere Boote waren bei ihm. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot sich schon füllte. Und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie wecken ihn auf und sprechen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille und er sprach zu ihnen, warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Wow, das ist eine Geschichte. Ja. Wenn wir uns versuchen, mal so in die Situation der Jünger hinein zu versetzen, nehmen wir den Petrus. Er war dem Ruf gefolgt, seines Herrn und Meisters. Er teilte sein Leben mit ihm. Er hatte seine Fischerkarriere an den Nagel gehängt, hatte alles hinter sich gelassen und war mit Jesus unterwegs. Er hatte erkannt, das ist der Messias, der Verheißene, auf den wir seit Jahrhunderten warten. Jetzt ist er da. Und er war sich sicher, mit ihm wird alles anders werden. Aber hatte er das so wirklich erkannt? War das wirklich so ganz tief in seinem Herzen? Wir hatten letzte Mal darüber gesprochen, ja, dass wir hören müssen und wirklich ganz tief aufnehmen müssen und dass das zur Realität in unserem Leben wird. Also auch bei dieser Geschichte habe ich meine Zweifel. Nicht wahr? Jochen. Nicht wahr? Boah, jetzt wird sich zeigen, wer Jesus ist, nicht wahr? Und sie denken gar nicht dran. Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Ja. Vorwürfe statt Vertrauen, oder? Und nackte Angst wir überleben das. Bestimmt hatte der Petrus, der war ja an diesem See aufgewachsen, der kannte das, was du vorgelesen hast, nicht wahr? Dass dieser See Stürme hat, wo dann so manches Fischerboot nicht wieder zurückgekommen ist. Das wird erzählt worden sein damals in der Gegend, oder? Man wird wissen, da kommen manchmal Stürme auf, die sind für unsere normalen Boote gar nicht auszuhalten. Ja, was hat Petrus sich jetzt gedacht? War das ein Fehler, irgendwie diesem Jesus nachzufolgen? Was hätte er tun müssen? Unser erstes Gleichnis, er hätte noch intensiver zuhören müssen als der Jesus. Vielleicht darf ich das kurz sagen, diese vier Gleichnisse, die wir hatten, die werden jetzt vier Wundern entgegengestellt. Also wir haben jetzt hier das Wunder der Sturmstille. Du hast hier wieder Papier mit. Ja.
Genau. Ich der Jochen mal malt wieder. Genau. Aber vielleicht einmal zum Überblick. Vielleicht ja. können die auch zu Hause mal reingucken. Also wir haben ein Gleichnis. Ein Wunder von der Sturmstillung, Abvers 35. Ja. Dann Kapitel 5. Da ist bei mir die Überschrift Heilung eines Besessenen in Gadara. Dann Kapitel 5, Vers 21. Heilung einer Frau, die blutet. Ist aber auch wieder so eine verwobene Geschichte. Genau, ne? Weil da sind eigentlich zwei Geschichten. Ne? Und Auferweckung der Tochter des Jairus. Ist doch unser Hamburger, ne? Hast genau. Seht ihr, von wegen, ich mal hier nur, Christian hat die... Also lass uns zusammenfassen. Im ersten Gleichnis von dem vierfachen Ackerfeld, worum ging es darum? Es ging um das richtige Hören. Ich mal hier mal ein Ohr und ich sage, höre. Darum ging es. Das zweite Gleichnis, was war da... Ich mal schon mal, Christian. Mit der Lampe. Die Lampe, genau. Die Lampe, leucht, aber, leucht. Und der Scheffel, ja, genau. Also da ging es um Licht im zweiten Gleichnis. Und das dritte war mit dem Saat, mit der Saat, dem Senfkorn, was einen ganz großen Baum wird. Das war das vierte. Das vierte? Das dritte musst du noch suchen. Ah, der Scheffel. Genau. Und? Das Bett. Die Ruhestätte. Na, das war auch Licht. Hä? Wieso? Ach so, ja, natürlich. Mit dem Maß, mit dem ihr messt. Okay, genau. Und danach kommt... Das von dem Bauer, der, wo liegt der? Der liegt im Bett. Oder? Die Saat geht auf. Ja, die Saat geht okay. auf. Also meine Stichworte sind, höre, erstes Gleichnis. Das zweites Gleichnis, Licht. Also bring das Licht, kann ich im Verborgenen bleiben. Das dritte Gleichnis, es geht sozusagen automatisch, schreibe ich hier hin. Während der Wachstum. Schläft, wächst es automatisch, genau. Und das dritte, das vierte ist dann? Ja, das, der Senfkorn, das Baum. Die riesige Größe, ne? Ausbreitung nenne ich das mal jetzt so. Wir können das auch anders nennen, aber das ist hier, der Amazon-File, den du da machst. Oh, nee, für die wollte ich keine Werbung machen. Also hier haben wir einen Baum, ein kleines Samenkorn, das wird ein großer Baum. So, jetzt haben wir vier Wunder. Übrigens, Entschuldigung, Samenkorn, ne? Das ist das kleinste damals bekannte Samenkorn. Es gibt ja noch kleinere Körner, aber das war denen geläufig, ne? Genau, genau. Genau. Immer aus der Sicht der damaligen Leser gesagt, nicht wahr? So, höre. Wer hört im ersten Wunder? Natürlich hört da auch jemand. Natürlich geht es im ersten Wunder auch um Hören. Nämlich, wer hört sogar Sturm und Wellen hören, nicht wahr? Die sind plötzlich still. Der Jesus sagt, seid still und sie sind still. Ein zweites Wunder geschieht in einem Land, das man ein ganz dunkles Land nennt. Ganz finsteres Land. Nämlich das Land der 10 Städte. Das ist Dekapolis. Genau, da ist es Dunkelheit und da gibt es Licht jetzt. Da haben wir den Gerasener, den Besessenen. Genau. Er bringt Licht. Im dritten automatisch, ja klar. Das dritte Wunder redet davon von einer Frau, die alles möglich unternommen hatte, bei den Ärzten war und... Sie berührt ihn und sie wird heil. Automatisch, oder? Automatics. Sozusagen, du brauchst ihn nur berühren. Also nur sein Kleid berühren, wo er dort hergeht. So, und das vierte war Ausbreitung. Wodurch hat sich eigentlich das Christentum so groß ausbreitet? Wo ist der Moment, wo man sagen muss, wenn man das wegnehmen würde, wäre das Christentum gestorben sozusagen. Wäre es gar nicht größer geworden. Paulus sagt, wir wären die Dümmsten von allen, wenn wir dann noch glauben würden. Die Auferstehung. Natürlich. Haben wir also doch gefeiert. Und Jairus erlebt bei seiner Tochter diese Auferstehung. Ja, nicht wahr? Richtig. Und das wird das Christentum ausbreiten. Ja? Struktur. Also auf die Zeichnung dürft ihr nicht so gucken, aber wir haben zweimal Hören unterstrichen, Licht unterstrichen, Automatik unterstrichen und Ausbreitung durch die Auferstehung unterstrichen. Wir beschäftigen uns jetzt erstmal nur mit diesem Gleichnis, aber dass ihr seht, das soll uns nochmal zeigen, hör richtig, nimm wirklich die Worte Jesu auf und fang nicht so an wie die Jünger. Okay. Tja. Hängst du es da auf? Mach ich. Dann können wir das, haben wir das im Blick. Ja, sehr gut. Schauen wir uns das an. Was hätten die Jünger... Ich habe mich gefragt, wie konnte Jesus eigentlich während dem Sturm schlafen? Der schlief seelenruhig da hinten drin. Ja, entweder weil du so absolut sicher bist oder auch weil du so absolut müde bist. Und ich glaube beides, oder? Ja, ich glaube vorstellbar, ne? Ja, wenn ich schlafe und alles um mich herum tobt, dann zeigt das, wie müde ich war. Und ich glaube, das will der Markus uns auch hier sagen. Er sagt, an jenem Tag, er betont, dass das noch an demselben Tag war. Es war wieder viel los gewesen, wie in Kapitel 1, da hatten wir auch schon von einem arbeitsreichen Tag gelesen.
Und wenn du richtig kaputt bist, dann schläfst du selbst, wenn alles um dich herum stürmt. Ja. Wie schlief er dort? Hinten im Boot. Ja. Ein Kopfkissen. Warum steht das da? Ist doch egal, ob er vorne oder hinten im Boot schlief, ob da ein Kopfkissen drunter war oder nicht. Ja, aber was weiß ich das? Ja. Was denn? Ja, dass der Markus. Ja, der Markus kann ja nicht dabei gewesen sein. Aber das, was ein Augenzeuge berichtet, ja, der erinnert sich sogar an Details. Ach so, ja. Ja, du meinst die Petrus. Anderen Boote haben nur gesehen, ey, die fahren da auch los, fahren da auch los. Aber wer kann denn nur gesehen haben, dass der auf dem Kissen im Heck schlief? Ja, natürlich. Ja. Ein Augenzeuge, oder? Das heißt aber nicht Heck. Nein? Achtern. Okay, der Seemann. Ich hoffe, das war richtig, keine Ahnung. Ich halte mich da raus. Jedenfalls hinten im Schiff steht im Text, oder? Ja, genau. Hinten im Schiff schlief er auf einem Kissen. Ja. Ja, wir sind also bei einem, und sogar, hier stand noch ein Detail, was war hier? Und sie nahmen ihn so mit, wie er war. Ja, das fand ich auch interessant. Ne? Auch wieder so ganz typisch. Wahrscheinlich von seiner Klamotte her. Ne? Genau, da nicht mal die Hände gewaschen, nicht mal umgezogen. Kein so Regencape angezogen, jetzt, einfach jetzt, zack. Genau. Mhm. Boah, jetzt müssen wir mal sehen, dass wir loskommen. Weil vielleicht wussten die auch, wenn sie noch später, wird es noch gefährlicher mit den Winden. Jedenfalls, sie sind in Hektik aufgebrochen. Der Jesus ist sofort eingeschlafen. Ja, und dann kommt dieser Vorwurf. Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir rumkommen? Was für eine Frage. Naja, also, naja, erstmal kommt ja die große Not, oder? Ja, das. Boah, kannst du dir das vorstellen? Du sitzt in einem Schiff. Ja, heftig. Und, ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, es füllt sich mit Wasser. Ich weiß gar nicht, wie Jesus da noch schlafen konnte. Wahrscheinlich hat er schon nasse Füße gekriegt. Ja. Er schlief. Vielleicht war es eine Bank, auf der er schlief? Vielleicht, ja. Ja. Boah, große Not. Große Not. Und sie haben Angst. Sie haben Angst um ihr Leben. Und eigentlich kannten die Stürme ja. So schnell kriegten die keine Angst. Nee. Die waren das gewohnt. Ne? Das muss also ein außergewöhnlich heftiger Sturm gewesen sein. Vielleicht so etwas, was wir noch nie erlebt hatten. Ja, aber vielleicht von den Erzählungen der Eltern oder Großeltern kannten. Ja. Die sagten, solche Stürme, die sind tödlich für so kleine Boote wie in dem sie saßen. Mhm. Große Not, große Angst. Und der Jesus ist irgendwie seltsam unberührt oder schläft. Wenn die Jünger ihn nicht geweckt hätten, wäre er dann aufgewacht? Ja. Und wären alle miteinander ertrunken? Ich meine, die Vorstellung alleine schon. Ja. Ne? Wenn der Glaube da gewesen wäre, das hätte ja so gar nicht funktionieren können. Der Messias kann ja nicht sterben. Woher bist du so sicher, dass das gut ausgeht? Tja. Was hat er ihnen denn gesagt? Lass uns auf die andere Seite übersetzen. Genau. Ne? Hat er gesagt, vielleicht werden wir ja ankommen. Mal gucken. Mal gucken, ob wir übersetzen. Genau. Mal gucken, wann wir ankommen. Ja. Nein, er hat ihnen gesagt. Ja. Und außerdem, er war dabei, oder? Kannten sie ihn denn immer noch nicht? Mhm. Wie sicher ist das, dass wir auf die andere Seite ankommen? Ja, das ist so sicher, weil Jesus das sicher sagt. Ja. Und weil er dafür bürgt. Ja. Ja. Nicht durch unsere Anstrengung. Wäre das wirklich ihm egal? Würde es ihm wirklich nicht kümmern, wenn wir umkommen würden? Natürlich würde ihn das kümmern. Aber es ist überhaupt gar keine Gefahr da. Nee, dass sie ist gar keine Gefahr da. Aber die Umstände sahen halt anders aus. Ja. Also menschlich kann man das schon verstehen. Absolut. Also ich finde das anmaßend, wenn wir uns jetzt aus der Distanz im Rückblick sagen, ja, man hätte dir doch mal geglaubt oder so. Also ich weiß nicht, wie dir das geht. Manchmal ist man dazu so verleitet, ne, so über die Jünger zu denken. Mensch, habt ihr es immer noch nicht kapiert und so. Aber wenn ich in der Situation gewesen wäre, ich glaube, ich hätte genauso geschrien und gewimmert. Hilfe. Also wenn man so richtig Not, Seenot enden hat, ich glaube, der weiß, dass uns da auch dem stärksten Seemann, der ich bestimmt nicht bin. Interessant, was dann geschieht. Ne? Also Jesus wacht auf, heißt es im Vers 39, er bedroht den Wind, sprecht zu dem See. Ich habe noch nie zum See gesprochen. Schweig, verstumme. Weißt du das? Das ist wie man ein kleines Kind tadelt. Ja, genau. So wie, jetzt halt aber mal den Mund. Ja, jetzt lass mal die Erwachsenen reden. Cool. So spricht dir der Herr mit Wind und Wellen. Aber zeigt, wer er ist. Er ist der Herr. Er ist der Herr der Naturgewalten. Er ist der Herr der Schöpfung. Er hat es ja auch geschaffen. Ja. Und weißt du was? Wenn er nur dem Wind befohlen hätte, nicht wahr? Die Wellen hätten ja noch eine ganze Weile weitergeschaukelt, oder? Ja, und es ist sofort Ende. Ja. Also normalerweise, wenn man so einen Sturm erlebt, das geht dann langsam, geht das zurück. Ja. Aber so plötzlich. Ja. Das war direkt, zack, und dann flach, Stille. Genau. Das ist schon gewaltig. Jetzt zeigt er, wer er ist, oder? Jetzt zeigt er, dass er wirklich die Kraft hat. Ja, so wie einer, der ins Chaos hineinspricht
und Leben schafft. Wie fängt die Bibel an? Dass da Tohuwabohu war, dass auf der Erde Chaos herrschte und Gott sprach, oder? Mhm. Und dann kommt Ordnung da rein. Mhm. Die Erde war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe, Vers 3, und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Mhm. So ist das hier auch, oder? Mhm. Die Wellen schlugen hoch, das Boot geht unter und er steht auf, spricht, sagt, sei Wellen, jetzt ist gut, jetzt hört auf. Ja, eine große Stille, das ist schon erstaunlich, ne? Eine große Stille. Was, wie das, die Jünger im Boot, also du hast wahrscheinlich eine Stecknadel fallen hören, so still war das. Gibt es was Friedlicheres als so ein See, der da so ganz sachte, ganz glatt liegt? Mhm. Weißt du, was mich gewundert hat? Oder eigentlich auch nicht gewundert hat? Aber die haben Todesangst gehabt, oder? Absolut. In den Wellen. Aber es gibt noch eine größere Angst, die die hatten. Hast du das hier gesehen? Warum seid ihr so furchtsam? Vor der Stille, meinst du? Nee, danach. Und dann, und sie gerieten, Vers 41, sie gerieten in große Furcht. Ja. Nachdem er das gemacht hatte. Ja. Also sie hatten Angst, eben Todesangst. Ja. Und dann sagt er, sei still. Und sie, heißt es hier, sie gerieten in große Furcht. Also die Stille macht ihnen noch mehr. Ja, was er getan hat, oder? Ja, aber weiß nicht, ob das Angst in dem Sinne, sondern auch vielleicht eine Ehrfurcht. Ja, ja. In dem Sinne, ne? Nicht, was sagen nicht Sie hier? Als Angst. Wer ist denn dieser? Ja, genau. Dass der Wind und der See ihm gehorsam sind. Hey, sogar, was war unser Stichwort? Hören, ja? Sogar Wind und Wellen, die ja eigentlich gar keine Ohren haben, die reagieren hier auf ihn. Und zwar auf eine solch beeindruckende Weise, dass man sagt, boah, wer ist denn der? Und die stehen da wie angewurzelt. Wenn sie vorher Angst, Furcht hatten, da haben sie jetzt ehrfurchtsvolle Furcht, ja. Warum tadelt Jesus die Jünger wegen Unglauben, mangelndem Glauben? Er will mehr haben, nicht wahr? Er will nicht nur ein oberflächliches Hören. Er will ein Hören, woraus sie erkennen, wer er ist, oder? Sie sollen jetzt auf einen Prozess mitgenommen werden, ihn wirklich zu erkennen. Aber wie hätten sie sich in der Situation verhalten sollen? Ja, wir überstehen das, Jesus ist dabei. Komm, haltet euch gut fest, dass ihr nicht rausfallt. So. Ja, er hat gesagt, wir kommen rüber, also kommen wir rüber. Er ist dabei, also kann uns nichts passieren. Und immer so ein Blick, sag mal, Jesus, er schläft noch hier hin und her und so, ja. So meinst du, dass sie einfach nur Stille halten und vertrauen? Warum hast du Angst in dem Boot? Weil du denkst, das bringt uns jetzt um. Ja, genau. Die Macht dagegen. Ich habe es nicht unter Kontrolle. Genau. Es entgleitet mir. Du hast die größte Macht im Boot. Ja. Du hast die nicht erkannt. Aber muss man die nicht reaktivieren, dass die jetzt was macht? Sie hätten ihn ja wecken können vielleicht. Jesus, guck mal. Ja. Könntest du mal gerade ein Wort sagen? Aber das sagen sie nicht. Nicht wahr? Nee, nee. Sie sagen nicht, könntest du mal bitte, sondern sie machen ihm Vorwürfe. Vorwurf, ja. Und sie wissen, sie kommen um. Menschlich war ihre Furcht eigentlich verständlich. Ja, absolut. Vom Glauben her, da mangelt's. Ja. Weißt du, wir müssen wissen, wer Jesus ist. Nur dann funktioniert es. Mhm. Wie beeinflussen denn unsere Ängste unseren Glauben? Ja, sie lassen uns reagieren, nicht wahr? Sie lassen uns sogar schlechte Gefühle in uns aufkommen. Ja, sie sind ja hier sozusagen sauer auf den Herrn. Mhm. Wie kann der schlafen? Sie denken gar nicht, wenn sie ja recht gehabt hätten, wäre er ja mit umgekommen, nicht wahr? Wenn er jetzt wirklich ohnmächtig gewesen wäre. Mhm. Aber sie denken nur an sich und denken, boah, dem ist ja völlig egal, dass wir dabei sterben. Ja, sie denken nur an sich, genau. Nur an sich und nur falsch, ja. Und wenn sie den Herrn richtig erkannt hätten, wenn sie so einen großen Glauben gehabt hätten und den will der Jesus in ihnen wecken durch dieses Wunder, dann hätten sie gesagt. Was hatten die Jünger nicht schon alles erlebt? Totenauferweckung. Wunder über Wunder, was er mit Besessenen gemacht, welche Macht er hat, also unglaubliche Dinge und doch glaubhaft, weil sie haben es gesehen mit eigenen Augen. Und hier so ein Unglaube. Das ist übrigens was Typisches für Markus. Markus wird uns immer wieder die Jünger klein zeigen, wird uns zeigen, dass die Jünger keine Übermenschen waren. Das waren so Menschen wie du und ich. Wir haben das schon gesagt, wir hätten auch Angst gehabt. Und Markus will uns hier Menschen vor Augen führen, aber die herangebildet werden zu Dienern, die Gott gebrauchen kann. Markus ist ja selber, hatten wir am Anfang gesagt, nicht wahr? Markus ist selber so einer, der weiß, was es heißt, zu versagen. Petrus ist so einer. Und deswegen braucht er hier jetzt keine, boah, da haben wir zu dem Herrn im vollen Glauben gesagt, hier, mach mal bitte den Wind weg, stört ein bisschen so. Nein, er kann es so sagen, wie es war, damit auch wir lernen, damit wir sagen können, okay, das ist die Herausforderung für mich. Mhm. Es gibt Wellen, es gibt Sturm, auch jetzt vielleicht Corona, vielleicht auch nicht so schlimm, keine Ahnung. Aber
Der ist dabei. Und wenn er gesagt hat, wir kommen auf die andere Seite, dann kommen wir auf die andere Seite. Ja, er hat alle Macht. Und deswegen, egal ob Naturgewalten oder auch jetzt so Corona-Zeiten, die vielleicht heute passieren, der Jesus hat alle Macht. Ihm ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf Erden. Und er wird durchbringen. Also das Wichtige ist eigentlich, was wir hier auch rauslernen, ist es gut, an seinem Wort festzuhalten. Und wenn er diese Verheißung macht, wenn er sagt, wir werden ankommen, dann kommen wir an. Wenn er sagt, ich werde für dich beten, dass dein Glaube bewahrt wird, dann kommen wir auch an. Richtig? Ja. Wer ist der? Er ist der, der Himmel und Erde erschaffen hat. Was ist dann für ihn ein Sturm? Gar nichts. Es ist interessant, dass er den Sturm nicht verhindert. Ja. Sondern er führt uns auch in Prüfungen. Der Jesus schlief zwar, aber war trotzdem im vollen Bewusstsein, was da passiert. Das ist für uns schwer zu verstehen, aber ist so. Das ist ja nicht irgendwie, was zufällig passiert ist. Nein, Gott hat es so geführt. Hey, im dritten Gleichnis hatten wir auch von einem gelesen, der schläft, nicht wahr? Ja. Sozusagen, während der Jesus schläft, wächst in den Jüngern eine tiefere Wurzel, nicht wahr? Nicht nur ein klein bisschen Glauben, sondern tieferer Glaube. Hey, wir können auf ihn vertrauen, weil er rettet uns selbst, wenn wir in Seenot sind. Ja. Sehr gut. Es gibt aber außer Naturgewalten noch andere Mächte. Und mit denen beschäftigen wir uns beim nächsten Mal. Richtig? Im Gleichnis vom Gadarener. Genau. Finstere. Im Wunder vom Gadarener. Finstere Mächte. Ja. Geistesmächte. Aber mehr dazu in der nächsten Folge. Also, egal wo ihr uns hört, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst, uns weiterempfehlt oder wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, uns schreibt podcast@heukebach.org. Wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.